So, weiter geht's bei GTA 4. Hallo Freunde, Donnerstag 18.36 Uhr, das stimmt nicht ganz. Wir haben es Samstag 20.52 Uhr. Und ja, im letzten Teil haben wir Francie, ja, zu... Hoppla, zu Grabe getragen. Jetzt haben wir unten wieder Bernie und wir haben hier Phil Bill. Und da Bernie hier in der Nähe ist, würde ich sagen, fahren wir jetzt zu Bernie. Und schau mal, was er wieder für eine Mission hat. Und ich brauche erstmal wieder ein Auto. Das da sieht schön aus. Sieht ein bisschen aus wie Kit von Weitem. Naja. Jetzt wird Nico auch wieder nass. Allerdings von der Seite. Boah, furchtbare Musik. Da ist mein Radiosender. So. Whoa, 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 whoa. Der hat aber guten Bums. Warum steht der da? Keine Ahnung. So. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen, Freunde? Ich weiß mittlerweile schon gar nicht, was ich euch erzählen soll. Es tut sich nicht wirklich viel. Ich komme, naja, einigermaßen voran mit den... Was ist denn jetzt? I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. Put you on the business list here. Come down. Ach. Ja, toll. Dann werden wir den auch demnächst mal mit lassen. Was soll ich sagen? Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Die Europapack-Videos, die kommen einigermaßen gut voran. Danke fürs Aufhalten. Ich würde gerne schneller vorankommen, aber das Material ist so groß und so viel vor allem, dass das wirklich noch ein bisschen dauert. Ich habe aber auch eine kleine Überraschung für euch, was mit einem Gewinnspiel verbunden ist. Da kann man tolle Preise gewinnen von mir. Und ja, das als kleine Ankündigung. Freut euch schon mal. Ach ja, vier Mitteilungen. Ich wollte... Moment, das mache ich jetzt. Und deswegen bitte ich euch dann noch um ein bisschen Geduld. Ich habe es nicht vergessen. Ich bin da mit Hochdruck dran. Nico, danke für die Aktion auf der Beerdigung. Du bist ein guter Mann. Das war Wahnsinn. War natürlich das Letzte, was Mal brauchte. Hab gesehen, dass du mit Kate geredet hast. Du listiger Bastard. Diese Augen sehen alles. Naja. Was auch immer das jetzt sollte. Peggy. Bernie, Nico, ich bekomme eine Panikattacke. Triff mich am Pier 45. Lauf, Bernie. Nico, wir müssen uns am Castle Drive treffen. Ja, okay, der existiert jetzt nicht. Nico, Junge, ruf mich das nächste Mal. Was? Ruf mich das nächste Mal, wenn du nicht kommen kannst. Tschüss. Ach ja, ich habe ihn vergessen. Ja, ja, Entschuldigung. So, weiter geht's. Sieht das hier so komisch aus? Wie spät ist es denn? 5 vor 8? Es sieht irgendwie komisch aus hier. Hier in dem Haus, da werden wir auch nochmal eine richtig große... Ach, ich glaube, das ist das jetzt sogar. Naja, das ist das jetzt. Da werden wir eine relativ große Mission machen. Wo wir dann einmal quer durch das Haus müssen. Ja, aber jetzt nicht mit dem Auto. Hau ab hier. Ups. Da ist ein Müllton. Ah, weg hier, weg hier. Oh, hoppla. So, jetzt aber. Bernie war, wird hier sein, wenn es hell ist. Kommt zwischen 5 und 45. Ach nee. Oh, das kann ja nicht sein. Und hier in der Nähe ist überhaupt nichts. Weder ein Versteck, wo ich mich hinlegen könnte, noch irgendwas. Ach, ist doch zum Mäusemelken. Das ist doch jetzt echt zum Mäusemelken. Ach, dann fahren wir zu Gary. Ach, guckt euch das an. Oh, da werden wir mit Trick 17 arbeiten, Freunde. Wir werden... mit einem... Ups. Mit einem Taxi fahren. Da hinten fährt auch schon eins. Wenn man... Ja... Da ist es. Du bleibst hier. Drücke F, um als Fahrgast... So. So, okay. Wegpunkt. Ja, Wegpunkt.
Bühne oder so, ja, da will ich... Ja. Benutze Maus zum Umsehen, benutze, um das Fahrzeug zu ändern, Leertaste, Mehrkosten zu überspringen. Ach komm, ich habe doch. So, sehr schön. Danke, und da sind wir auch schon. Fahrpreis, aber den kann ich verschmerzen. So, wen haben wir denn jetzt hier? Dein. You okay, kid? Yeah, I'm okay. I'm sorry about your brother. Me and Francis were never exactly close, but he was my brother. And it hurts. Poor bastard. He believed in something once. That's a hell of a lot better than me, I guess. Fuck, I'll miss him. How are you? In here? Fine. Time of my life. Goddamn time of my life. What you up for? A lot of things. Racketeer, an armed robbery, a bunch of shit I never did because I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. Like us all. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what, I need guidance with the most. I have the areas where I have strayed furthest from the path. Das war eben Francis, nicht Packy. Ich hatte, glaube ich, eben zu Packy gesagt, den gibt es nicht mehr. Packy, Francis, da wird man noch wahnsinnig bei. Ordinary Staatsgefängnis? Wieso steht das da jetzt auf Deutsch? Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Was? Some fake tan, dyed-haired, Guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her tasteful pink felter on Auto Erotica at the moment. Get online, organize a viewing, and snatch that bitch. When you got her, bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, though. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed-up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to help? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's gotta be with my ma. Na sagen. Hm, toll. Was? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Es kann doch nicht sein. Guck, ach ja, das ist ja direkt am Staatsgefängnis. Das kann auch nur ich machen. Direkt am Staatsgefängnis ein Auto klauen. Kacke, wie komme ich jetzt hier weg? Scheiße. Hätte ich mir gleich ein Bullenauto nehmen können. Ich Idiot. Ja, aber das wird zu schaffen sein. So, was ist das hier? Nein. Okay, das ist doch schon draußen. So, da oben ist Internet. Einmal voll tanken, bitte. Ach, da können wir sogar wieder waschen. Und wieder der Riddle. Little. Da ist Internet. Da fahren wir jetzt hin zum Internet. Na, rechts und dann wieder links. Nicht mehr in die Karre fahren, Mann! Ist doch nicht wahr. Tja, und mit F5 hier einen Titel überspringen, das geht leider nicht, Freunde. Das geht vielleicht auf der Playsee, aber hier geht es nicht. So. Warum steht da ein Wagen quer? Ich weiß es nicht. Mir kommt die Gegend mir ja auch so unbekannt vor. Nee. Ist doch nicht wahr. Ach, da sind wir schon. Weg hier. Danke. Jetzt, wo die schönste Stelle im Lied kommt, jetzt muss ich raus. Naja, egal. Ach, hier sitzen ja mal Leute. Ha, ist ja ein Ding. So, Web, was machen meine E-Mails? 8 E-Mails. Ach, ey, Mails checken.
Auto-Erotik-Dings da. Auto-Ansehen. Ein rosa Flitzer, da ist er. Du hast die Nummer des Mädchens jetzt in deinem Foto. Log dich aus dem Computer aus. Was machen die Mails? Werden sie schlank? Die kann man löschen. Das ist... Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. Das kann man auch löschen. Lottogewinner. Das kann man auch. Sehr viel Geld wartet auf sie. Ey, das ist wie im wahren Leben, Freunde. Das kann doch nicht sein. Super Neuigkeit, Mario und ich. Weiß ich schon längst. Minika Bellic. Das ist, glaube ich. Ich habe gehört, dass Roman heiraten will. Ich bin ja so aufgeregt. Deine dich liebende Mutter. So muss das sein. Neue Love-Meet-Treffer. Ne, hier unser Computer haben ermittelt, dass sie ein perfekter Love-Meet-Partner für... Ne, oder... verabreden sie sich mit beiden oder nur einer. Nicht zu schüchtern. Suche nach Singles in deiner Nähe. Wähle unter deinen Vorlieben Mr. Fackler, Gründer von Love Meet. Oh. Nee, da war der hier. Ach, der... Ist nicht wahr. Hä? Wieso? Wieso ist der denn noch hier drin? Ist ja... Ist ja merkwürdig. Ausgehen. Sexualität? Ja, bitte. Juhu. Und was heißt das? Körperbau? Ich trainiere nicht. Na. Na, okay. Das soll mir jetzt auch egal sein. Brucey, Exotik-Export-Flitzer. Im Moment ist Brucey richtig scharf auf diesen Flitzer. Naja. So, nein. So, jetzt wieder ins Auto. Hep. Oh, ich finde das immer so geil, wie er da einsteigt. Ruf die Zielperson zwischen 8 und 21 Uhr an, wie 0 Uhr 2. Ey, da müssen wir in unser Versteck. Wie können wir wieder unnötig unser Video in die Länge ziehen? Weg da! Oh, ein Feuerwehrauto. Oh. Weg da! Jawohl! So wollte ich nicht in die Kurve. Ach, geht mir doch alle hier aus dem Weg, Mann! Brucey, was will er schon wieder? Nick, ruf mich an, wenn du nicht gerade ein paar Leute umnietest oder trainierst oder sonst was machst. In der ganzen Stadt gehe gerade Rennen ab. Ja, ja, der geht schon wieder mit mir in den Rennen. Number One, so hieß die Mission, wo wir ein Rennen mit ihm fahren mussten. Oh, was ist das für eine Bumskiste? Ich glaube, der setzt sogar vorne auf, kann das sein? Da ist hier noch so ein Teil. Ey, der setzt echt vorne auf, guckt euch das an. Unglaublich. Oh, nein, 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 nein. Oh, nee. Passiert nur mir das? Die Müller pur. Oh, 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 die bleibt sogar stehen. Ah, wo sind wir denn hier? Ach, das ist doch das Haus von Dings, oder? Nee. Was ist denn das für ein Versteck? Seit wann habe ich hier einen... Hä? Dwayne, was will der denn schon wieder? Nico, it's Dwayne. You wanna go bowling? Bowling? Okay, no problem. I'll come pick you up. Thanks, man. I know it's a weird request, but it'll be fun. See you soon. Danke. Seit wann habe ich hier... schlecht. Habe ich jetzt eigentlich hier auch die Möglichkeit, mir irgendwie andere Klamotten anzuziehen? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich habe nur hier den... Um die Kleidung zu wechseln. Doch, da haben wir es doch. Was haben wir denn so in unserem Repertoire? Ach ja, die Brille, die hatten wir ganz zu Anfang, glaube ich. Ich glaube, unsere Cap hier haben wir noch, oder? Na, oh! Och, du liebe Zeit. Besser nicht. Ja, genau. So, dann wechseln wir mal das. Ja, die sieht doch nett aus, oder? Da ist noch die Hose an, ne? Ja. Die ändern wir auch mal.
Ich glaube, das ist die, die ich mir vorhin geholt habe, ne? Ja. Die Schuhe, die müssen auch weg. Das ist ja dieselbe wie vorher. Ach ja, okay. So sehe ich doch schon wieder ein wenig besser aus. So, jetzt drücke F, um das Spiel zu speichern. Ich möchte jetzt mal nicht speichern, aber wenn wir uns ins Bett legen, dann vergehen, wie viel war das, glaube ich, 6 Stunden? Ja, komm. Speichern war einfach, ja. Ring, ring, ring. Wann klingelt der Wecker? Um 7.42 Uhr, das ist perfekt. Was sollte ich jetzt nochmal machen? ach genau, Phil Bill und ja, Patrick. Nicht ach, wie hieß er jetzt? Ach, scheiß drauf. Wir fahren zu Bernie. Ach, was war das denn jetzt? Ach so, genau, das mit dem Flitzer war das, genau. Wo steht mein Auto? Da, hören wir noch mit Licht an. Aber diesmal nehme ich was anderes. Diesmal nehme ich den hier. Der ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Genau. Hier hatten wir doch mal den Monster-Stunt gemacht. Seit wann haben wir hier eine Wohnung? Na, egal. Ach so. Ja, nee. Ich glaube, darunter fahre ich nicht. Genau, wie sieht das jetzt aus mit dem... Ach so, nee, wartet. Klar, wir haben doch den die Nummer. Telefonbuch. Mafia-Tochter, da ist sie. I'm calling about the car. Come to my place on Babbitt Drive. You don't sound like the sort of man who's driving a piece of incredible. Well, I can't resist the bargain. Oh, nicht schlecht. Na, siehst du es doch. Ein Spürenleserhund wie ich, der vergisst doch nie etwas. So, der Wagen ist auf jeden Fall besser, auch vom Handling her, als die komisch andere Schüssel da. Oh, ist das hier wieder für ein Radiosender? Da. Ach ja. Irgendwie muss man echt hier glücklich sein, wenn ich die Lieder mal ein bisschen gemischt werden. Weil irgendwie... Scheiße. Das war meine Schuld. Irgendwie kommt immer nur dieselben 3, 4 Lieder. Schade. Naja, egal. Aber ich glaube, wir haben es nicht so weit. Ich glaube, hier in der Nähe ist das schon irgendwo. Meint das Bullenauto? Vorsichtig. Ja, ich meine, hier irgendwo in der Nähe ist das. Ach. Ich glaube, der Wagen, der steht sogar auch schon irgendwo draußen. Oder da unten, genau. Da steht er. Ich hab... Guy who calls about the car, the one with the sexy accent. You mind if I take a test drive? You can test drive whatever you want. I love riding in cars with you European types. V8. My family's from Italia, you know, somewhere in the south. Na ja. Why don't you drive towards the south coast? We can enjoy the day. Mach mit dem Wagen eine Probefahrt zur Küste. Oh, die Musik ist ja furchtbar. Da. So, you like the car? I didn't think a manly guy like you would drive something like this. You got a wife or a girlfriend or something? I'm picking this up for a friend. Yeah, what a gentleman. You don't meet guys like you in the city anymore. All the good men are gone, is what my dad says. Your dad sounds real old school. Ach ja, er hat sich schon angefreundet. Nico ist aber auch ein Frauenheld. Es wird Zeit, die Entführung. How's it going then, sweetie? All right. What I'm here for hasn't really started yet.
So, jetzt will ich glaube ich gleich aussteigen. I don't want to hurt you, so remain fucking calm. Fuck you! I'm dialing my daddy. He's gonna do one and test drive your ass. Crazy. Why'd you call him without the phone? Ja, die will jetzt, glaube ich, aussteigen. Und jetzt gleich greift die ins Lenkrad, glaube ich. Ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, da. Ey, du bist bescheuert! Mann, du Bekloppte! Ist doch nicht wahr! Ey, du idiotisches Weib! Nein, nicht schon wieder! Nein! Nico, jetzt zieh doch mal eine Knarre! Mach die Tür zu, meine Güte! Ey, Mann! Was? Nicht schon wieder! Nein, jetzt! Nein! I'm gonna make you crash this thing! I don't think so! You're a fucking amateur! Ey! Hallo! Nico! Ja, danke! Wie... Ey, das kann doch nicht sein! Mann! Es kann doch nicht sein! Och, nee! Triff dich mit Grill an ihrem Haus! Freunde, ich mache einen Cut und ja. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Freunde. An Ort und Stelle. Ich fahr jetzt mal vor. Sit. Kürze das mal ab hier. Ja, bin ich. So, dann wollen wir mal wieder zur Küste fahren. Und diesmal hoffe ich, dass das Weib da an mir jetzt mal nicht so viel in die Bresche springt. I'm Gracie, by the way. Hey, Gracie, why are you selling this car? Seems pretty good. Let's just say me and the LCPD have had a few disagreements about blood alcohol levels. How's a girl meant to get back to Albany after a big night out in Algonquin if she's not drunk driving? She could stay sober. She sounded like my dad. Anyway, you clearly have not been to Mason at 9. There's no such thing as push it to the limit. If I stick to booze, it's a miracle. I can get in. This car ain't yours yet. You should come down one night. I don't know if it would be my scene. I'll tell everyone you're a big Russian oil guy or an arms dealer. We'll get fucked up in those lobsters. Before you know it, you'll have your own booth, table service, a whole scene. We'll see. Ja, wie weit denn noch jetzt? Och nö, je weiter ich hier hinfahre, desto mehr muss ich nachher wieder zurückfahren. U-Turn. Ach du Scheiße. Ja, könnte ich die mit irgendwas... So, you like the car? I'm not after the car. I'm after you. I mean this... You gotta pay to get that resprayed? Oh ja, oh, jetzt zu der Musik. Okay. Oh mein fucking God, you fucking pervert! I'm dialing my daddy. He's gonna do one to test ride your ass, prick! Try to call him without the phone. Hey, wie, du greifst mir jetzt? You don't know when to keep your mouth closed. Das ist eine blöde Fotze! Chill out before I pull this trigger and make you real fucking chill. Ja. So much trouble, Lipstick. My daddy loves his. Nein! I'm gonna make you crash! Ey, warum? I don't think so. Ja, ja, später mal. You don't know when to keep your mouth closed. Bleib sitzen, du verrücktes Hunde. Wenn du mir jetzt wieder reingreifst, ne? Du blöde Tussi! Ey, so kann ich nicht arbeiten. Toll, ich habe jetzt schon 3 Sterne wegen dir. Trine, ey. Later, dickface. You're fucking annoying.
Ah, das kann doch nicht sein. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht hingehöre. Ey, kannst du die nicht ruhig stellen, Nico? Bitte! Nein, 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 ich will auf die Seite, nicht wieder auf die Seite! Och nee! Och Mann! Gracie ist tot! Och nee! Warum muss ich dieses Teil immer auf die Seite legen, Mann? Ach ja, Freunde, so weit war das jetzt hier gar nicht entfernt. Da vorne haben wir es nämlich schon, deswegen gehen wir jetzt hier schnell zu Fuß hin. Alle guten Dinge sind drei. Also drückt die Daumen, dass es jetzt klappt. Ja, du blöde Tussi. Mann! Zur Küste. Wo will die jetzt überhaupt hin? Guckt euch das an. Was, wenn ich mal hier umfahre? You got a wife or a girlfriend or something? I'm picking this up for a friend. Yeah, vielleicht wenn ich hier mal so ein bisschen rumkruse. You don't meet guys like you in the city no more. All the good men are gone is what my dad says. Your dad sounds real old school. You and him close? Not really. He's great and all. It's just I don't like his tough guy friends. I only hang out with gays. Oh. The paintwork was a real feature on this car. Not that I don't like guys trying to get in my pants. I appreciate fun as much as the next one. Maybe even more than the next one. You having fun at the moment? Maybe too much fun. Call me Gracie, by the way. Sure thing. You gonna pay to get that resprayed? Was ist denn jetzt? Oh, wonach geht das hier? Nach Reichweite? Nach Dauer? Jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Nein. I am. I'm here to kidnap you, Gracie Ancelotti. I don't want to hurt you, so the main fucking call. Fuck you! That's it, fuck wit. I am calling daddy, and he ain't gonna treat you as polite as I do, that's for sure. He's at the telephone. Shit, bitch! You're coming with me! You motherfucker, you sick bastard, you creep! Goodbye, enjoy your shit life! This ain't goodbye, bitch! Ey, die bringt mich noch zum... den Verstand hier! Ja, natürlich! Mann, drei Sterne! Achtung, gleich greift sie wieder rein. Und, ja, nein, danke. Hau ab, mach einen Turn. Ja, aber nicht in diese Richtung. Lass mich raus hier. Nein. Nicht in meine Richtung drehen, nicht in meine Richtung drehen. Ja, so ist gut. Hat er... Ja, danke, Nico. Endlich. Oh, wer hat da ein Fallungslevel los? Little Jacob, das ist jetzt äußerst ungünstig. No can do, Jacob. I've got a girl with me and I don't think it would be appropriate. But let's speak soon though, huh? Kacke, das ist eine Sackgasse. Komm, ich bin ja fast aus dem Fahndungslevel raus. Ja, das ist gut. Die bleiben da unten, das ist schön. Ich bleib hier oben, das ist auch schön. Das ist noch viel schöner. So, und jetzt bleibt ihr alle da, wo ihr seid. Richtig? Ihr seid liebe Cops, ne? Ja.
Oh, es hat endlich geklappt. Ich sag doch, Freunde, alle guten Dinge sind drei. Und jetzt will ich hoffen, dass die so lange noch out bleibt, wie ich jetzt hier noch unterwegs bin. Ja, da ist es. Ausfall verpasst. Weg da. Oh, Moment, da hinten. Hier. Da. Fertig. Einmal Mafiosi. Stevie, dump the car. I'll take this piece of ass. Guys, the beach better be worth the trouble. The Pa's got some serious cash. And he pissed off Gerald. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Ja, 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 wir haben es geschafft, Freunde. Oh. Wo will der denn jetzt mit dem Auto? Hallo, wo willst du hin mit dem Auto? Freunde, die Mission ist geglückt, endlich, beim dritten Mal. Es hat ja auch nicht... Gordon has the bitch. I'm done with her. Thanks, Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. Ja, ja. So, das war's für diesen Teil, aber wir haben heute die lange GTA-Nacht und deswegen wird jetzt gleich direkt weitergespielt. Also, bis gleich im nächsten Teil. NRW bei 18. Adieu.